Ja, für das richtige Foto braucht es das richtige Motiv, die richtige Kamera, den richtigen Fotografen und natürlich, was ja keiner bedenkt, das richtige Wetter. Wie nämlich das Wetter auf das Fotografieren wirkt, das schauen wir uns heute da oben am Dachstein an. Und damit herzlich willkommen bei einer Servus, das Wetter auf Servus TV. Ah, da ist er schon, der Herbert Raffald. Herbert, servus. Hallo, servus Andreas. Der Herbert ist nämlich nicht nur Bergführer, wie man sieht, sondern auch Fotograf und zwar prämierter. Seine Fotos sind unter anderem auch im National Geographic einmal zu sehen. Ja? Genau. Das ist total cool. Hey. Das ist eine coole Sache. Du, das ist ein bisschen moderner. Habe ich die falsche Kamera mit? Oder? Naja, die ist schon in Ordnung, die habe ich auch mal gehabt. Aber das ist jetzt digital und das hat den Vorteil, dass wir die Bilder uns gleich anschauen können. Aber jetzt gehen wir rauf auf den Gletscher, jetzt oder? Gehen wir rauf. Herbert, du kennst ja wirklich jeden Gipfel wahrscheinlich mit Vornamen. Ich muss mir jetzt einen Überblick verschaffen, auch für die Zuseher und Zuseherinnen zu Hause. Ich habe es ein bisschen mal so schematisch aufgezeichnet. Wir sind ja im Dreiländereck, ja, Salzburg, Oberösterreich, Steiermark. Das ist die Enz, richtig? Du hast ja ganz deutlich das berühmte Dreigestirn des Dachsteins eingezeichnet. Also da kann ich mich schon ziemlich gut orientieren. Wir sind jetzt am Weg Richtung Gletscher hinauf. Damit verlassen wir die Steiermark und kommen schon ins Hoheitsgebiet von Oberösterreich. Du, aber Herbert, komm mal zurück zum Wetter und Fotografieren. Ist nicht jetzt so jetzt der Herbst so das Wetter schlechthin, das beste Wetter zum Fotografieren? Im Prinzip ist das ganze Jahr über interessant zum Fotografieren. Aber ich habe schon zwei Jahreszeiten, die ich besonders gern habe. Das ist einmal das Frühjahr und dann natürlich der Herbst, weil der Stand der Sonne relativ tief ist. Und da sieht man wunderbar die Konturen. Aber das werde ich da draußen dann zeigen. Andreas, jetzt werde ich dir was zeigen. Wenn die Sonne im Sommer am Zenit steht, also direkt von oben runterkommt, und diese Hand wäre eine Landschaft, dann sieht man da keine Strukturen, keine Linien. Ja. Später im Herbst passiert etwas ganz Interessantes. Die Sonne kommt flacher, damit entstehen Strukturen, Schatten, Linien und damit kriegt das Bild Tiefe. Und damit wird es interessant. Durch die Schattenwürfe kriegt es. Das zeige ich dir jetzt einmal. Wir sehen nur durch den Stand der Sonne, wie da die Schatten Strukturen schaffen in der Wand drinnen. Und wir sehen das hier wunderbar in diesem Bild. Ah, ja, ja, klar. Das geht leider bei deinem Modell noch nicht. Ja, da habe ich halt die Überraschung dann zu Hause. Brauchst du das nicht schlecht machen jetzt, mein Modell. Du musst ein bisschen Geduld haben. Ja. Wie wird dieses gleiche Bild, wenn ich das jetzt im August mache, zum Mittag, wo die Sonne ganz hoch steht? Dann ist es flach, dann ist es blass und eigentlich unbrauchbar. Ja. Es gibt ein sehr schönes Sprichwort. Zwischen 11 und 3 hat der Fotograf frei. 4 Stunden Mittagspause, auch nicht schlecht. Du, also das mit der Sonne aber verstanden, also flache Sonne, gute Bilder, gibt es sonst da irgendwo, wo das Wetter direkt einen Einfluss hat aufs Wetter? Auf was schaust du beim Wetter, damit du tolle Fotos machen kannst? Die Luftfeuchtigkeit. Umso trockener die Luft ist, umso besser und umso klarer werden die Bilder. Du hast ja immer Staub in der Luft und die meisten Staubpartikel sind hygroskopisch. Das heißt, die ziehen Wasserdampf an, quellen dann auf, werden größer und dann strahlen sie das Licht mehr. Da wird es so milchig, das muss der Grund sein. Was super. Boah, das ist ein Licht. Und der markante Berg da? Das da draußen ist jetzt der Krimi. Ja. 30 Kilometer entfernt. Glasklar zum Erkennen. Und das ist eben mit dieser trockenen Luftfeuchtigkeit. Es gibt wirklich eine Wettersituation, die ist speziell in den Alpen oder speziell für die Alpen eine Besonderheit. Das ist die Föhnwetterlage. Also wenn es Föhn gibt, da musst du unterwegs sein. Da ist die Luft besonders trocken und sauber. Mhm. Bilder erscheinen extrem brillant. Allerdings musst du aufpassen, dass du nicht am Alpenhauptkamm unterwegs bist. Ja, da bläst sie runter. Aber da am Dachstein ist es super. Und dann gibt es diese Föhnwolken, diese Föhnfische, die dann durch diese Strömungen entstehen. Und die tun das Bild natürlich extrem auflockern. Die machen einen schönen Himmel. Super. Das ist super. Hast du sonst noch einen Tipp vielleicht? Einen Tipp hätte ich noch, aber da brauchst du ein bisschen Zeit. Hast du Zeit heute? Natürlich, ja. Was denn? Heute die blaue Stunde. Die blaue Stunde? Das machen wir. Aber vorher eine kurze Pause für Sie zu Hause.
Ja, bevor die Sonne da hinten untergeht, schauen wir mal, was die blaue Stunde eigentlich ist. Ich habe dazu was aufgezeichnet, ist eigentlich ganz einfach. Das ist die Erde, die Atmosphäre, das sind die Sonnenstrahlen, die ganzen Farbbündel, die daherkommen. Und es ist natürlich in jedem Moment die Erde ja zur Hälfte ausgeleuchtet und die andere Hälfte ist im Schatten, da ist Nacht. Und jetzt kommt schön langsam das weiße Sonnenlicht daher. Ja? Das ist ein Bündel aus allen Farben. Dieses Farbenbündel wird aufgespalten in die Farbbestandteile. Da haben wir zuerst einmal Rot, das wird gebrochen am schwächsten. Das geht dann etwa so weg. Ja? Dann irgendwann einmal Grün im Spektrum drin, das geht in die Richtung. Und dann, ganz am Schluss, ja, kommt das Blaue. Und das geht in die Richtung. Und da gibt es eben einen Moment am Anfang der Nacht, ja, wir sind in der Nacht gerade, wo uns unser menschliches Auge nur noch das blaue Licht erreicht. Da müssen wir uns jetzt eh schon langsam ein gutes Plätzchen suchen, wo wir sehen, oder? Ich weiß ein gutes Plätzchen. Ja? Da gehen wir jetzt hin. Ja, ich folge dir. Ja. Bin ganz vorsichtig. Was ist eigentlich das Besondere an der blauen Stunde für dich jetzt? Die blaue Stunde hat ein ganz besonderes, fast ein magisches Licht. Und ganz interessant, viele Fotografen, die gehen nach Sonnenuntergang weg, weil sie glauben, es ist vorbei, aber es wird erst interessant. Eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang, dreiviertel Stunde, dann haben wir diese blaue Stunde. Und gleich ist es soweit. Ja, das war's für heute mit einer Servus, das Wetter, Servus TV vom Dachstein, vom Gletscher. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Morgen sind wir gar nicht weit weg, am Grundlsee bei der Laichzeit der Saiblinge. Bei denen geht es ja heiß her, wenn das Wetter kalt wird. Also bis morgen. Servus. Jetzt kann es ja nicht mehr... Boah! Es wird schon ganz purpur. Es ist ja kalt, aber es wird... Boah! Schon.